S. Du hast Boden verloren. Momentan Platz 7. So, 24-3, da will ich nie drankommen. Extrem viel Übersteuern habe ich immer noch. So, weil ich bin ich glaube ich 1,34er Zeit mit fast keinen Sprit gefahren. Also mit 10 Sprungen ungefähr glaube ich weniger als jetzt. Bin mir dabei nicht ganz so sicher. Nein, 36,4, alles klar. Das reicht mir eigentlich schon. Wird ja ganz akzeptabel genommen. So, 9. bin ich nur noch. Der Button ist jetzt hier wieder hinter mir, hat wieder aufgeholt. Ich fahre 1,36er Zeiten. Das ist eigentlich ziemlich gut. Oh, Button kann dran an mir vorbeifahren. Oh, also die Bremse kann hier im Rennen wirklich überholen. Beziehungsweise wieder kontern. Also, habe ich doch noch ein paar Chancen im Rennen. Button war jetzt das beste Beispiel. Damit beende ich einfach mal Training 2 und dann springen wir zu Training 3 über. Weil sonst mache ich hier mehr Training als Rennen. Das ist eigentlich auch nicht mein Ziel. Du liegst in allen drei Sektoren. So, mal gucken, was ich am Ende bin. 15. Fahren Sie in 1,33,0. Alles klar. Das Training ist zu Ende. Du liegst ziemlich weit hinten im Feld. Ja, so, die liegt immer noch hinter mir, also. Jetzt, wie gesagt, für Training 3 will ich nur eine fliegende Runde machen. Nämlich wegen der Zielzeit. Und dann gehen wir rüber ins Qualifying. Weil das Team soll ja weiterentwickeln. Was muss ich denn fahren? 1,44. Okay, das mache ich ganz einfach. Ich tue wieder mal für 600 für einen Sprit rein. Und dann werde ich da mal mit Intermediates raus. Jetzt sind schon auf Betriebstemperaturen, außerdem haben wir 0 Grip. Bei Regen 0. Mein Ziel ist es jetzt einfach nur diese Zielzeit von 1,44,679 zu unterbieten.
Mehr habe ich nicht vor in diesem Training. Okay, wir sollten versuchen, ein paar konstante Runden zu fahren, damit wir uns einen umfassenden Eindruck vom Auto und den Streckenbedingungen verschaffen können. So. Von mir aus gerne, also nur die Zielzeit werde ich attackieren. Ich denke mal, dass ich die in einer Runde gepackt habe. Und dann geht's rüber ins Qualifying. Vom großen Preis von China. Jetzt muss ich erstmal komplett wieder die Bremspunkte neu suchen. Ob das nicht schon hier Full-Wet-Reifen besser gewesen wäre. Jetzt nur die Intermediates. Ich weiß ja nicht, aber ich denke mal eine Runde. Mehr werde ich dafür nicht brauchen. So, der Rex-Zack wollte schon wieder kommen. Also mein siebter Gang müsste auch fürs Rennen lang genug sein. Also da haben wir jetzt echt gesehen, beim Bremsen bricht das Heck aus. Kein schönes Gefühl. Boah, ich habe echt zu viel übersteuern. Ich glaube, dann werde ich da doch noch ein paar Anpassungen machen. Erste Zwischenzeit. Dein Speed ist gut, mach so weiter. So, Adrian lässt mich so halb vorbei. Also momentan glaube ich, hätte ich die Zielzeit. Dieses Ausbrechen kommt einfach von den Bremsen, dass ich sie so weit nach hinten gestellt habe. Deswegen will das Heck gerne nach links oder nach rechts ausbrechen beim Anbremsen. Keine Abkürzung mehr. Das war jetzt das Wichtigste. Ja, das reicht locker für die Zielzeit. 1:42:030. So. Damit könnten wir das Auto einen großen Schritt vorwärts bringen. Jetzt werde ich nur noch zur Boxengasse zurückfahren. Und dann einfach ins Qualifying springen. So, Kobalein langsamer, Katekeen langsamer, das war mir ja klar. Sind wir schon wieder so 1,45er Zeiten gefahren. Glock ist noch langsamer als beide anderen. Also, wenn ich die Traktionskontrolle nicht drin gehabt hätte, wäre ich schon längst abgeflogen hier. Nicht nur einmal. Wenn ich weiter hier das Let's Play, dann höchstens in einem der Top-Teams werde ich dann die Traktionskontrolle richtig rausmachen. Damit es echt noch ein bisschen spannend bleibt. Weil sonst fahre ich vorne weg. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich fahre ja im Force India. Also ich wäre jetzt eigentlich noch mal schneller, wie es im Ring halt üblich ist. So, Fett habe ich auch nie ausprobiert hier, also bin ich echt gleich gespannt. Im Qualifying. Oder mal die Reifen mal komplett stehen, beide. Also die Zeit wäre noch mal schneller gewesen.
So, Boxeneinfahrt haben wir auch als oft genug geübt. Einen Reifensatz habe ich jetzt auch noch gespart. Das ist sehr gut. Weil ich brauche zwei Weiche. Drei Weiche brauche ich. Ich brauche drei weiche Reifen. Drei weiche Reifen brauche ich fürs Rennen. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe wirklich im Qualifying nur eine fliegende Rennrunde. So. Damit springen wir jetzt zum Qualifying. Letzter. Ja. Ja, klar. So, was sind sie noch gefahren? Wieder 1:33:0. Alles klar.